Hallo, mein Name ist Ute Hensel. Ich bin psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis. Ja, hallo, ich heiße Roberto Rotondo. Ich bin leitender Psychologe in einem Altenpflegeheim. In unserem Projekt geht es um die unbewusste Auswirkung von Kriegsgräuel auf direkt Betroffene und deren Nachkommen. Freud sprach bereits 1913 von Gefühlserbschaften. Heute benennt man dieses Phänomen als transgenerationale Weitergabe von Traumata. In unserem speziellen Fall wollen wir die Weitergabe von Traumatisierung durch Nazi- und Kriegsgräuel betrachten. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass sich die deutsche Geschichte bis heute in die Familien hinein auswirkt. Meine therapeutischen Behandlungen zeigen das, wie auch die von Kollegen oder inzwischen auch in Veröffentlichungen nachzulesen ist. Was mich zu diesem Projekt ermutigt, ist die Beobachtung, dass heute offener über diese Thematik gesprochen werden kann als noch vor einigen Jahren. Diejenigen aber, die darüber erzählen können, werden immer weniger. Wir möchten ein Online-Oral-History-Archiv mit Interviews und Hintergrundmaterial aufbauen. Natürlich gibt es Archive, die entsprechendes Material sammeln und anbieten, beispielsweise in Hamburg und in Berlin. Aber man muss sich bei diesen Archiven anmelden und kann die Materialien nur vor Ort einsehen und auch nicht kopieren. Außerdem richten sich diese Archive in der Hauptsache an Forschende und Lehrende. Wir glauben, dass viele Menschen Interesse an solchem Material haben und dieses dann auch leicht zugänglich sein sollte. Die weiteren Ziele unseres Projekts könnt ihr auf unserer Projekt-Homepage nachlesen. Um das Projekt realisieren zu können, bringen wir schon einiges mit. Allerdings reicht es nicht, um das gesamte Projekt umsetzen zu können. Es werden externe Kräfte benötigt werden, sowie auch einiges an zusätzlichem Equipment, das wir dazu mieten müssen. Ja, und da kommt ihr ins Spiel. Crowdfunding bedeutet, dass ihr uns unterstützen könnt. Mit 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro, ganz wie ihr könnt und wollt. Dafür seid ihr nicht nur Teil des Projekts und macht es möglich, sondern ihr haltet auch sogenannte Dankeschöns. Welche Dankeschöns ihr bekommen könnt, könnt ihr auf unserer Projekt-Homepage nachlesen. Crowdfunding funktioniert nach dem Prinzip alles oder nichts. Das bedeutet, entweder wir kriegen das Geld durch eure Spenden komplett zusammen und das Projekt kann realisiert werden, oder es gelingt uns nicht. Und das bedeutet, dass ihr euer Geld auch komplett zurückerhalten werdet. Wir freuen uns jedenfalls über jeden Cent und eure Unterstützung und möchten uns jetzt schon mal dafür bedanken. Außerdem fänden wir es toll, wenn ihr in eurem Bekanntenkreis und eurem Umfeld und eurem Freundeskreis von unserem Projekt erzählen würdet. Danke.